So, moin, da sind wir auch schon wieder. Geht direkt weiter mit dem Spiel. machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben, nicht? Deswegen muss ich jetzt diese Chance wahrnehmen und Branniswan ein Ende setzen. Niedlei, das sind ja ganz neue Töne. Als ich dich das erste Mal traf, da hielt ich dich beinahe für ein wenig schwach. Stimmt, damals, als mich Fredley verließ, da fühlte ich mich so verloren, ganz ohne Halt. Und wie sehr ich auch nach ihm suchte, von Fredley fehlte jede Spur. Das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist wenigstens mit allem, was ich habe, für Clara einzustehen. Ja, und wenn du Clara beschützt, dann findet deine Seele vielleicht auch endlich wieder etwas Frieden. Und auch für mich selbst. Ja. Und jetzt Jumpstyle. Klar soweit? Das mache ich ein bisschen lauter, Leute. So, Jumpstyle. Harfe kaputt. Die Saiten sind gerissen. Ein böses Omen. Tja. Und jetzt gibt's Arschvoll. Ich kann es nicht glauben. Der Sandsturm ist weg. Ich dachte, der Sandsturm sollte sich verstärken. Ich verstehe das auch nicht ganz. Seit wir in Clara leben, hat es so etwas noch nicht gegeben. Seit alters her haben wir an dieser Harfe dort einen magischen Stein angebracht. Mit dessen Hilfe wir den Sandwirbelsturm kontrollieren. Irgendjemand versucht wohl, den Schutzwall zu brechen. Ich würde sagen, er hat schon getan. Ich hege dieselbe Befürchtung. Ohne den Sandwirbelsturm ist Clara für eventuelle Feinde leicht angreifbar. Tja. Hier eingesperrt zu sein. Was stinkt mir das? Zorn! Das sollt ihr zwei mir noch büßen. Hör auf, mir die Ohren voll zu schreien und so. Was willst du? Ist ja nicht meine Schuld, Kerl. Muss schlimm sein, so vom Branne verraten zu werden und so. Das ist ganz sicher nur ein Missverständnis. Ihre Majestät würde mich niemals verraten. Du willst es wohl nicht einsehen, oder was? Was wohl jetzt aus der armen Prinzessin wird und so? Prinzessin, ich eile sogleich zur Hilfe. Mutter meinen Worten wohl Gehör schenkt? Musste Mutter Bomers ja vielleicht deshalb angreifen, weil es ihr an etwas gemangelt hat? Hat uns Mutter vielleicht deshalb gefangen genommen, weil sie erzürnt über uns war? Ich muss ihr eins nach dem anderen in Ruhe erklären, sonst. Sonst? Mein Gott, noch nicht mal Behinderte machen so lange Sprechpausen. Wann hat das bloß angefangen, dass sich Mutter so komisch benimmt? An meinem Geburtstag letztes Jahr?
damals, da war dieser große Mann, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ob das wohl in irgendeinem Zusammenhang steht? Aber zweifelsohne ist seitdem mit Mutter etwas nicht in Ordnung. Und bald danach hat der Professor Toto Alexandria verlassen. Seit diesem Tag, was ist da geschehen? Königin Branne will dich jetzt sehen, sag ich. Wir nehmen dich jetzt mit, sag ich. Ihr! Wie könnt ihr es in eurer Position als Hofnarren überhaupt wagen, mich zu duzen? Sei still, sag ich. Wenn wir dich duzen wollen, dann duzen wir dich, sag ich. In so einer Situation sagt man am besten so etwas wie: Schafft eure Drecksvisagen aus meinem Gesichtsfeld, ihr Mistkerle. Was hat sie gesagt, frag ich. Hab kein Wort verstanden, sag ich. Wie auch immer, die Königin wartet, sag ich. So. Los, rein da, sag ich. Die Königin wartet schon lange genug, sag ich. Mutter. Hui, gar nicht. Wo warst du denn, Kleines? Ich konnte vor lauter Sorge gar nicht mehr ruhig schlafen. Komm doch noch ein wenig näher und lass Mutter dir einen dicken Schmatz geben. Mutter, ich würde dich gerne etwas fragen, aber... Was denn, Schatz? Ich beantworte dir alles, was du wissen willst, mein kleiner, süßer Liebling. Nun, stimmt es, dass du Boomers hier ausgelöscht hast? Was denn? Das wolltest du mich fragen? Das ist natürlich Unfug, gar nicht. In Wahrheit waren es diese Ratten aus Boomersia, die es planten, Alexandria zu überfallen. Aber ich konnte ja schließlich nicht zulassen, dass sie unserem wunderschönen Alexandria etwas antun, oder? Daher musste ich ihnen zuvorkommen. Ich weiß nicht, ob ich das glauben kann. Aber sicher kannst du das. Fette Sau. Ich bin es doch, deine liebe Mutti. Ihren Worten glauben oder nicht glauben? Nicht glauben. Ich kann dir das einfach nicht glauben. Was sagst du da? Du glaubst deiner eigenen Mutter nicht? Verzeiht meine Aufdringlichkeit, aber darf ich bei diesem Theaterstück auch mitmachen? Theaterstück? Ja, und was für ein ergreifendes Stück ist es. Ein Prinz auf einem weißen Schimmel, die Geschichte der tragischen Liebe einer wunderschönen Prinzessin, das zarte Weiß ihrer Haut wird von der Farbe der Trauer übertönt und sie entschlummert. Ich kenne euch. Dass du und ich uns begegnen, das ist der Wille des Schicksals. Nun, meine liebe Taube, komm zu mir. Lass mich dir das Reich der Träume zeigen. Was für ein liebliches Gesicht sie macht. Oh, der ist voll schwul, Alter, wie er immer so einen Haar so zurückmacht. Ha? Puh, eine freche kleine Göre. Song! Song! Bereitet sofort alles für die Bestia-Extraktion vor. Hey, ja, hey, ja, hey. Hey, ja, hey, ja, hey. Okay, endlich ist Prinzessin 16. Prinzessin gar nicht 16 Jahre alt geworden, sag ich. Endlich ist die Prinzessin. Fuck. Endlich ist Prinzessin gar nicht Körper so weit, um die Bestia aus ihm zu extrahieren, sag ich. Bestia, die ihr die Unendlichkeit des Lebens in euch tragt. Erwachet aus euren 16 Jahre währenden Schlaf. Empfangt das Licht. Trefft in die Freiheit. Ertretet in die Freiheit. Ich kann so viel gar nicht lesen, Mann. Alla Kassam. Wie die da rumhüpfen, ey. Die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist reif. Komm hervor. Oh, den Kriegsgott der Finsternis. Ach, hier steckst du, Niedlei. Was ist deine Theorie zum Verschwinden des Wirbelsturms, mein Bester? Keine Ahnung. Für mich war das schon ein Riesending, dass es überhaupt einen Sandwirbelsturm gab. Aus welchem Grund dieser dann also verschwunden sein könnte, das übersteigt meinen Horizont. Das kannst du natürlich nicht wissen, aber dieser Sandwirbelsturm tobte seit 500 Jahren ohne Unterbrechung. Glaubst du, dass Branne vielleicht etwas damit zu tun haben könnte?
Vielleicht, aber was ist mit ihren Verbündeten? Du meinst diesen Mann, den wir im Bomersia gesehen haben? Ich wüsste gern, wer das eigentlich ist. Wie auch immer. Ach übrigens, du's da. Um herauszufinden, warum der Wirbelsturm wohl verschwunden ist, wollte ich eigentlich den Baum hinabsteigen. Genau das wollte ich auch gerade vorschlagen. Kannst du etwa Gedanken lesen? Prima, da sind wir uns ja einig. Ich trommel Jan und Chris zusammen und warte am Stadteingang auf dich. So. Ich glaube, oben kriegen wir noch irgendwelche Gegenstände. Das heißt, wir laufen da jetzt nochmal hin. Laufen. Irgendwas kriegt man hier auch noch. Oder etwa nicht. Na. Siehste? Jadestein. Toll. Und mit denen direkt. Phoenix Daune. Müll. Da die Seiten gerissen sind. Was? Dass die Seiten gerissen sind, kann nur ein schlechtes Omen sein. Heul nicht. Dieser Edelstein ist schon seit Generationen im Besitz Claras und ein mächtiger Talisman. Ich bin mir sicher, dass er in euren fähigen Händen gut aufgehoben ist. Emerald erhalten. So, merkt ihr? Da oben glitzert noch. Der Edelstein ist noch da. Er hat ihn mir aber gerade gegeben. Seltsam, seltsam. Wenn es überhaupt der war. Hast du Puck gesehen? Nein, habe ich nicht. Ey, kann ich mit euch Karten spielen? Ja, ne? Okay, kann ich nicht. Na. Die Kraft, der wir uns entgegenstellen, etwa so mächtig, dass sie selbst die Seiten unserer heiligen Rafe zerreißen. Bla 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 laber laber laber. Ja, ganz kurz wegen Ausrüstung gucken. Erstmal die hier, weil das schneller gelernt ist. So. Boah, ich lese jetzt nicht die ganzen Dinger hier von den NPCs vor, weil ich will im Prinzip nur kurz noch alles mögliche an Items einsammeln, was es einzusammeln gibt. Was hast du schön? Ich weiß zwar, was du hast, aber vielleicht brauche ich ja was. Okay. Viel mehr gab es jetzt auch nicht. Das heißt, auf wie geht's? Niedlei, du hast ja aber ganz schön Zeit gelassen. Wir warten schon auf dich. Dann lass uns mal losgehen. Puck habe ich leider nicht getroffen, ob er wohl schon den Baum runter ist. Der Schand in dieser Stadt schmeckt leicht Schüchlischmampf. Diese Stadt ist wirklich sehr lecker. Ach, süßlich, meint er damit. Alle sind so hilfsbereit. Schon alleine, um mich ihrer Freundschaft würdig zu erweisen, muss ich Clara beschützen. So, jetzt nochmal von allen die Ausrüstung überprüfen. Ist so. Maru Uno.
So, Gletscher, nicht Gletscher. Was brauche ich denn jetzt gleich als nächstes? Ich glaube, eher Blitz oder eher Donner. Feuer, meine. Einfach weil es wichtiger ist. So. Nächster. Mithrilgabel. Haben wir immer irgendwas? Nein. Zipfelmütze. Stirnband. Salamreif. Hat er schon eine Mithrilweste. Muss er gelernt werden. Den erstmal fertig lernen. Okay. So, kurz gucken, alles überprüfen. Passt alles. Halt. Ah, da kommen menschenähnliche Dings, ne? Ability up. Brauche ich ja gar nicht so unbedingt, ne? Okay, und weiter geht's. Down, 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 den Baum herunter. Alexandrische Soldatinnen! Wuiu, Kampf! Daneben. Weggefetzt. Und auch umgefallen. Die nächsten bitte. Und nochmal.
Lol. Haut die Alte einfach ab. Und wieder zwei. Gut, auch noch diese weg. Duster, warte mal einen Augenblick. Soldatinnen aus Alexandria vorhin, findest du nicht auch, es waren auffällig weniger an der Zahl? Ich meine, wenn man davon ausgeht, sie hätten es ernsthaft auf uns abgesehen gehabt. Ja, jetzt wo du es sagst, da ist was dran. Stimmt, genau. Nidlei, Clara wird angegriffen. Schnell, du musst sofort mitkommen. Oh nein, ich hatte also recht mit meiner Befürchtung. Ich muss mich beeilen. Was steht dir da noch so blöd rum? Kommt auch mit! Schon unterwegs. Ha! Die Damen und Herren trudeln also auch langsam ein. Hier fallt ihr also auch ein. Na! Aber Kazam und. Ja, nun mach schon weg das Ding. Husch. Töten! Hilfe! Die Stadt wird von Feinden überrannt. Sind es wirklich so viele? Ja, sie fallen buchstäblich vom Himmel. Ah! Töten! Ja. Ach, würde ich sagen, machen wir die mal weg, die Viecher, ne? Die sind ja mal schwer, die Gegner. Unfassbar. Ah! Macht euch bereit zu sterben, Ratten von Clara. Schnell hierher. Jetzt gibt's Sauges. Ach ja? Aber nicht für mich.
Huch. Lass uns lucken, lucken, lucken. Jetzt blasen sie wohl zum Generalangriff. Töten! Es kommt ja ein Kampf nach dem anderen, ey. Ist voll anstrengend. Aber naja, die Gegner sind ja nicht besonders schwer. Yes, it's Final Fantasy 9. JJ. Die Leute auf Bomercia leisten zwar Widerstand, aber für jeden Gegner, den sie umhauen, scheinen zwei neue zu kommen. Wir waren völlig machtlos und sind geflohen. Diese verdammten Bastarde aus Alexandria. Was sollen wir tun? Flieht nach rechts. Hast du vielleicht meinen Mann gesehen? Nein, habe ich nicht. Wo ist Vati? Flieht nach links. Hier geht's nur über meine Leiche vorbei. Sascha, du hast ihn nicht mehr auf, oder? Du hast den Stream nicht mehr auf, ne? Dann habe ich ja tatsächlich noch einen Zuschauer. Dann habe ich ja tatsächlich noch einen Zuschauer, sag ich. So, grill it! Woohoo, Ice Rod! Ich muss alles geben, sonst gehen wir noch alle drauf. Schnell, komm! Was sollen wir? Wo sollen wir nur hin? Flieht nach rechts über die Hängebrücke! Ihr lasst nicht locker, was? Come on, come on, come on. Thank you.
Freeze. Bam. Sind wir hier sicher? Sind die Gespenster jetzt weg? Ich glaube nicht, dass wir es schon überstanden haben. Noch ist wohl etwas zu früh zum Jubeln. Was? Ihr seid noch hier? Ja, es gibt keinen Ort in Claire, der einen mehr Seelenruhe spendet. Auch wenn dieser Sandsturm nur verschwunden ist. Ja, wirklich wunderschön hier. Es ist überhaupt eine sehr schöne Stadt. Und alle Bewohner hier sind so freundlich und nett. Ich verspreche euch, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Clara, unserem Volk, zu schützen. Wir sollten uns im großen Tempel verschanzen. Wenn wir alle zusammenhalten, wird es schon irgendwie werden. Das sind also alle Überlebenden? Wo ist bloß der Hohepriester? Und der König von Bomercia? Fati ist nicht da! Vielleicht sind die anderen ja schon in Tempeln, aber vielleicht auch nicht. Schnell, in den Tempel! Von drüben! Wir sind umzingelt! Töten! Verdammt, was jetzt? Ihr elenden Teufel, bis hierhin und nicht weiter. Solange dieser Speer nicht gebrochen ist, ist diese Stadt nicht gefallen. Pam! Aus dem Nichts aufgetauchter Mann. Von meinem kampfgestählten Speer seid ihr nichts weiter als Opfergaben. Zack! Schnell, flieht in den Tempel! Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber danke! Fredley! Ich kann es nicht glauben, dir jetzt gegenüberzustehen. Seit du Bomercia verlassen hast, war ich rastlos auf der Suche nach dir. Fredley, wie viele Flüsse magst du wohl überquert haben? Wie viele Gebirge überwunden? Wo warst du all die Jahre, Fredley? Fredley! Legenden über deine ruhmreichen Kämpfe überquerten 1000 Flüsse. Legenden über deine ruhmreichen Kämpfe halten über 1000 Berge. Doch mehr als diese Legenden war mir von dir nicht geblieben. Und das Letzte, was mir über dich zu Ohren kam, nein, daran möchte ich mich gar nicht mehr erinnern. Nidley? Ich erinnere mich leider nicht, euch jemals getroffen zu haben. Was hast du gerade gesagt? Es tut mir wirklich leid, aber ich kann mich einfach nicht an euch erinnern. Wenn das ein Witz sein soll, so ist er nicht komisch. Wie könntest du mich, deine Nidley, denn vergessen haben? Ich bin es, Fredley, deine Nidley! Es tut mir leid. Hey, du mach aber mal halblang. Was soll das von wegen, du kennst sie nicht? Verdammt nochmal, das ist deine geliebte Nidley. Nun streng mal ein bisschen deine grauen Zellen an. Hey, ich rede mit dir! Schon gut, Duster. Nichts ist gut. Das hier ist dein Geliebter, den du seit Jahren wie besessen gesucht hast. Fredley, erinnerst du dich wenigstens an mich, deinen König? Ich kann mich an überhaupt nichts erinnern. Willst du damit etwas sagen, du verleugnest deine Herkunft? Aber wieso bist du dann hierher nach Clara gekommen? Ich meine, wenn du keinerlei Erinnerung hast.
Wie konntest du dann von der Gefahr wissen, in der sich unser Brudervolk hier befindet? Ich... Lass mich das erklären. Puck! Fredley ist mir zufällig über den Weg gelaufen, als ich auf Reisen war. Aber Fredley hatte keine Ahnung, wer ich bin. Er kannte mich einfach nicht wieder. Ich wusste nicht einmal seinen eigenen Namen. Aber als er hörte, dass Bumersia angegriffen wurde und dass auch Clara in Gefahr ist, da hat wohl tief in seinem Unterbewusstsein der Drachenritter in ihm gespürt, was zu tun ist. Und er hat es. Und es hat ihn hierher getrieben. Drachenritter. Ich war ein Drachenritter. Das spüre ich. Ansonsten ist in mir aber nur Leere. Oh, Fredley. Ich bitte mich zu entschuldigen. Zack. Und weg ist er. Nidley, willst du ihm nicht folgen? Ich? Nein. Endlich Gewissheit zu haben, dass Fredley am Leben ist, das allein ist für mich unbeschreibliches Glück. Entschuldige, Nidley. Ich war in der Meinung, du solltest ihn nicht in diesen Zustand treffen, aber da Clara so in Bedrängnis war, habe ich ihn hergebracht. Ihr habt euch nichts vorzuwerfen, mein Prinz. Ich denke, ich schaue mal, wo Fredley hin ist. Bis nachher. Bitte warte, Puck. Wir haben uns doch so lange nicht mehr gesehen. Hey, das war doch gerade Puck. Was habt ihr denn alle? Huch. Weinst du etwa, Nidley? Huch. Haha, welche Ironie. Unzählige Male träumte ich davon, ihn endlich wiederzusehen. Und nun das. Er kann sich nicht mehr an mich erinnern. Warum nur? Warum nur? Nun gut, Duster. Der Feind ist womöglich immer noch da draußen. Lasst ihn uns vernichten. Nidley. Hilfe! Bitte ich verschont wenigstens mein Leben. Wie erbärmlich. Ihr seid dieses Schatzkristalls nicht würdig. Zack. Der Schatzkristall. Jetzt, wo ich den Kristall endlich in meinen Händen halte, habe ich auch nichts mehr in diesem Rattennest verloren. Bleib hier, so leicht kommst du uns nicht davon. So, dann wollen wir mal speichern. Jupp. Mach ich. Speichern. So. Und da ich jetzt speichere, würde ich jetzt mal sagen, dass erstmal für heute Schluss mit lustig ist. Ich meine, ich habe echt genug Livestream heute gemacht. Und bei YouTube wird das ja auch noch landen. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns bei der nächsten Folge oder beim nächsten Part wieder. Bis dahin würde ich sagen, Peace over and out. Wo ist das Ding? Da.